wichtigste Punkt war Val di Fiemme mit dieser Schlussetappe, mit dem Anstieg zum Ziel, war irgendwo ein Merkmal der Tour de Ski, das man zuerst geschaffen hat. Und ich glaube, wenn man halt anfängt, dann fängst du mal an, du weißt auch nicht mehr, wie alles geht. Aber der Wunsch war eigentlich schon von vorne weg, dass man einen starken Partner am Anfang hat, der wo der Sport, sag mal, zu Hause ist, wo die Leute verrückt nach Langlauf sind oder sportverrückt im Generellen sind, wo das Publikum da ist und wo auch die Sportchat natürlich da ist und die Garantie, dass man auch Wettkämpfe jährlich haben kann, auch wenn es vielleicht mal schwierig sein sollte. Das heißt, dass Schneezubereitung etc. alles da ist. Und da ist sicher Oberhof von uns aus gesehen ein idealer Partner, der uns da sehr unterstützt in dem Sinn. Und ich hoffe, dass wir uns gegenseitig da noch mehr unterstützen können und kooperieren können und voneinander lernen können und den Event, den Startort noch weiter nach vorne bringen. Und Oberhof, wie gesagt, die Planung jetzt, was überhaupt realistisch ist oder machbar ist, so weit nach vorne zu schauen, in dem Sinn, Oberhof ist in den nächsten 4 Jahren als Startort gesetzt, außer wenn mal Oberhof sagt, wir wollen nicht, das könnte auch sein, aber grundsätzlich wurde dies vom FIS-Vorstand schon bestätigt. Und soll sicher auch für das Oak natürlich irgendwo die Kooperation und auch die Perspektive natürlich sein. Und wir glauben, dass wir hier ideal zu Hause sind und mit dem Deutschen Skiverband und den Partnern vor Ort das richtig machen können. Dazwischen haben wir in diesem Jahr die Etappe von Cortina nach Doblach. Das ist so irgendeine Etappe von A nach B. Und das war bei unseren ersten Plänen der Tour de Ski war immer so eine Vision, wir möchten doch auch so etwas dabei haben. Und die wird das erste Mal sein dieses Jahr. Es könnte auch ein Kernstück natürlich nachher noch sein, weil da wird der Langlauf ein bisschen, sagen wir, auf eine andere Weise präsentiert. Es ist ein Stück von über 30 Kilometer. Es geht dort der alten Bahnschiene entlang, über einen kleinen Pass und wieder runter auf der anderen Seite. Es ist eine Volkslaufstrecke eigentlich mehrheitlich, aber es kann vielleicht dort mit Helikopteraufnahmen, mit Dolomiten, Dreizehnerblick, Friedhof vom Ersten Weltkrieg und alles, was dazu kommt, hat irgendwo eine Geschichte oder kann schlussendlich der Wintersport sich schön präsentieren. Und das ist für mich irgendwo mit Oberhof, mit dieser Teilstück, wenn das gut funktioniert, wir müssen es auch wieder zuerst machen, um zu sagen, wie es war. Und ich hoffe, es wird gut, aber man muss das machen zuerst, dann können wir irgendwann eine Brücke finden zwischen guten und irgendwo geschichtlichen, starken Veranstaltern. Und das stärkt nur die ganze Tour natürlich. Also wenn wir jedes Jahr neu anfangen würden und neue Orte hätten, dann hätte ich jedes Jahr eigentlich größeren Respekt. Und man lernt, man kennt sich, man vertraut den Leuten. Und man weiß, jeder gibt da Vollgas und weiß auch, was zu gut hat. Manche haben vielleicht einen guten Willen, aber die haben nicht das Wissen dazu. Und je mehr Partner die haben guten Willen und Wissen dazu und Know-how und sind hungrig, noch besser zu sein, dann ist das die ideale Kombination. Es ist immer wieder der Versuch zu hören, zu versuchen, Schweizer Orte oder österreichische Orte mit einzubeziehen. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, sag mal so, die Logistik ist eines der Punkte, der wurde der Tour de Ski ein bisschen angekreidet, weil dazwischen gibt es irgendwo gewisse Distanzen halt zu fahren. Und je mehr wir auf einer Linie bleiben, je optimaler ist es natürlich vom logistischen her, beziehungsweise von der Reisetätigkeit. Und da sind irgendwo natürlich Länder, sag mal zwischen hier, Tschechien, wo jetzt immer auch dabei war, Schweiz, Österreich oder eben Italien, eine ideale Kombination zu finden. Das eine hängt natürlich nicht alleine von uns ab. Wir können einen Plan machen und sagen, wir möchten gerne diese Orte. Das andere ist, wir brauchen auch die Verbände, die sagen, wir möchten das. Also die müssen die Orte nominieren und die einzelnen Skiverbände machen das, weil schlussendlich gehören denen die Rechte auch zu den einzelnen Veranstaltern im Langlauf-Weltcup oder im Weltcup der FIS. Und das ist natürlich irgendwo wahrscheinlich ein Kompromiss zwischen Orten, Logistik und bestmöglichen Kombinationen. Aber die Schweiz, also wenn ich die Linie anschaue, ist wahrscheinlich näher drin, als wenn ich jetzt eine Kurve nach Prag mache. Es gibt aber auch Interesse, also Interesse haben wir auch von anderen Nationen. Also Tschechien möchte unbedingt mehr Tourveranstaltungen, Polen steht an, möchte mehr Tourveranstaltungen. Andererseits möchten wir am Val di Fiemme Ende auch festhalten, weil das hat man jetzt irgendwo aufgebaut, 3 Jahre lang, und hat sich irgendwo als Veranstaltung, die irgendwo in den Köpfen bleibt oder halt anders ist, vielleicht auch bewerten als Tourfinale sich auch eignet. Und andererseits wissen wir auch, was der Veranstalter in dem Sinn mit uns läuft, in dem Sinn auch kann. So, ich lasse es mal offen und eigentlich, was bestätigt wurde bis 2013, ist dann der Start und das Ziel. Und was dazwischen ist, lassen wir jetzt mal ein bisschen offen oder sehen es natürlich auch von der Etappe Cortina
Doblach, wenn der italienische Skiverband das weiter unterstützt, das ist nur unsere andere Frage, ob die sagen, ja, wir nominieren weiterhin Cortina Doblach, oder die sagen vielleicht, wir möchten lieber, ich sage mal, Konje, wo halt in dem Ostertal liegt, da muss ich sagen, das ist logistisch nicht realistisch, dann lassen wir lieber Konje weg und nehmen dann ein anderes Land rein zum Beispiel. Aber es kurz zu sagen, die Logistik ist sicher eines der, neben dem Sport oder dem Wettkampf natürlich eines der Herausforderungen für die Mannschaften, die Athleten, um da möglichst, sagen wir mal, gut erholt von Ort zu kommen und nicht möglichst die Energie halt auch in den Sport legen zu können. Und je einfacher das ist, je weniger Stunden ist man unterwegs in dem Sinne und hat mehr Ruhe oder weiß ich was.